Schwenkt eure Fahnen für den FCA. Das erste Bundesliga-Heimspiel der neuen Saison ist gleich ein besonderes. Die Szene Fuggerstadt hat den Fahnentag ausgerufen. Grundsätzlich ist ja so eine Idee super. Wir haben ja letzte Saison gesehen, dass wir in Augsburg viel gemeinsam schaffen können. Da gehört die aktive Fanszene definitiv dazu und ist ein wichtiger Bestandteil. Deswegen freuen wir uns, wenn da gute Stimmung im Stadion ist, wenn da immer wieder Projekte ins Leben gerufen werden, die dann umgesetzt werden. Und ich freue mich schon darauf, dass man da die Fahnen wehen sieht am Wochenende. Ein besonderes Spiel ist das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, auch für die beiden Teilnehmer der Pressekonferenz. Cheftrainer Manuel Baum stand gegen die Fohlen zum ersten Mal an der Seitenlinie unserer Profis. Abwehrspieler Martin Hinteregger köpfte dazu den wichtigen 1-0-Siegtreffer gegen seinen Ex-Verein. Genau, ja. Gute Erinnerungen. Hoffentlich kann man es wiederholen. Anders als der FCA hat Gladbach das Auftaktspiel 1-0 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Torschütze war Verteidiger Nico Elvedi. Am Samstag soll das jedoch anders aussehen. Die Bilanz der Rot-Grün-Weißen gegen die Rheinländer ist gut. In der heimischen WWK-Arena konnten die Gäste noch nie gewinnen. Ja, klar wissen wir, dass wir ja nicht viel gewinnen da in Augsburg. Aber ja, wie gesagt, wenn wir so auftreten wie beim letzten Spiel da in Gladbach, dann bin ich überzeugt, dass wir auch diesen Fluch, Serie, wie man dann sagt, bricht. Da werden die Augsburger jedoch alles in ihrer Macht Stehende dagegen tun. In der Trainingswoche wurde das letzte Spiel gegen den HSV aufgearbeitet, Fehler analysiert und daran intensiv gearbeitet. Ja, ich denke, viele Tore zu machen ist sehr wichtig und auch die Konzentration. Zum Beispiel die Flanken muss besser kommen und dann müssen wir hungrig sein in die 16er, dass wir unbedingt das Tor machen wollen. Genauso wichtig wie die Offensive ist gegen die starke Fohlenelf jedoch auch die Defensive. Hier wird es am Samstag auf dem Rasen aber nicht zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten kommen. Raul Bobadilla wird gegen den FCR nicht im Kader sein. Ich finde das sinnvoll jetzt in der Situation, dass man da das so hinbekommen hat, dass der Boba nicht spielt. Ist natürlich so, der Boba ist ein Spieler, der vor kurzem bei uns gespielt hat, der kennt viele Abläufe. Das ist natürlich auch was man nicht außer Acht lassen kann. Dann Boba hat unbestritten eine Qualität. Viel Qualität wird aber auch ohne Boba auf dem Platz stehen, auf beiden Seiten. Umso besser, dass der FCR am Samstag wieder auf seinen 12. Mann vertrauen kann. Denn die Fans werden die Arena wieder einmal zum Beben bringen. Also gemeinsam zum ersten Heimsieg.